Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von The Last of Us Part 2. Wir haben es ja geschafft, mit Ellie und Dana von der Schule zu entkommen. Und nun sind wir in dieser Stadt hier unterwegs, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und wir mussten uns auch schon gegen Infizierte und Menschen erwehren. Also das war nicht gerade einfach, aber wir haben es geschafft. Haben auch ein paar Schäden davon getragen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Scheiß einfach nur drauf. Und jetzt können wir unsere Waffen anscheinend upgraden. Geil. Ich werde wahrscheinlich... Kann ich auch... Oh, ein Zielfernrohr. Da fehlen uns noch 8. Okay. Ich werde mal im Augenblick noch gar nichts aufwerten. Sondern ich werde erstmal nochmal die Umgebung abchecken. Seht ihr? Gut, dass wir hier nochmal alles durchsuchen. Und uns, wie gesagt, genau umschauen. Jetzt kann ich nämlich das verwenden, um mein Gewehr aufzurüsten. Oh, was haben wir denn hier? Ein Riegel. Oh. Oh, nee. Ich dachte gerade, das wäre Blut, okay. Was haben wir hier? Oh, ein bisschen Zeug. Ich versuche auch übrigens so selten wie möglich, also erwischt zu werden, ist aber nicht so einfach, weil die KI wirklich extrem intelligent agiert. Boah, wenn da jetzt mir was entgegengerannt wäre, ich hätte mich so derbe erschrocken, ne? Also ich dachte gerade, ich hätte jemanden gehört oder etwas. Früher war es ja so, du konntest eigentlich mit Joel, glaube ich, auch erkennen, was man mitnehmen kann. Das kann jetzt Ellie in dem Sinne gerade nicht. Vielleicht müssen wir das aber auch erst freischalten. So, wir haben jetzt alles gesammelt. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach dem Mördern von Joel. Obwohl ich eher immer noch vermute, dass er halt am Leben ist. Beziehungsweise halt nur... Na, er ist schon gestorben, er kommt wieder. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Vielleicht irre ich mich auch. So, ich brauche ein Zielfernrohr, genau. Dann bauen wir mal schnell ein Zielfernrohr. Geil. Nice. Drücke beim Zielen X. Ja. Yeah. Das ist geil. Okay. Ich habe jetzt leider nur noch 3 Schuss, ne? Aber egal. Sollte reichen. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob wir bei irgendjemandem von den Leichen hier noch Munition finden. Aber anscheinend erstmal nicht. Scheiße. Ey, weißt du, das sind so viele Leute und natürlich haben die alle keine Munition dabei. Das ist irgendwie, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Hier müsste doch noch eigentlich eine Frau gewesen sein. Hier, die hat Revolvermuni. Wo lang? Oh. Fuck. Infizierte. Oh, Scheiße. Also jetzt muss ich vorsichtig sein. Oder hier sind doch keine. Ach, die habe ich alle getötet. Mein, bin ich doof oder was? In der letzten Folge haben wir die doch alle umgebracht. Genau, so. Und jetzt habe ich aber hier irgendwas vergessen. Genau, Klebeband. Oder Panzertape. Sieh mal, was du hier findest. Was
die Regenbögen sollen? Das weiß ich auch nicht. Ah. Das sind wir, oder? So ein bisschen, wa? Ein Aufnahmeritual, das ihre kühnsten Träume übersteigt. Die Geheimnisse der Schwesternschaft. Jessica Rowell. Komm, Konzentration. Du hast recht. Warte mal, ich muss nochmal gucken. Sieht irgendwie witzig aus. So, und jetzt muss ich es nochmal wenden. Steht denn hier? Ist Helga bereit, die Geheimnisse der begehrten Schwesternschaft zu erfahren? Als Helga auf College kam, war es für sie das Wichtigste, in der Studentenverbindung Omega Theta Phi aufgenommen zu werden, so wie ihre Mutter 20 Jahre zuvor. Die Schwesternschaft würde ihr alle Türen öffnen und sie in eine Welt von Männern einführen, die ihr das glamouröse Leben ihrer Träume bescheren könnten. Helga hatte endlos lange Beine und ein strahlendes Gesicht. Jeder Student aus der Bruderschaft wollte sie freitagsabend ausführen, doch keiner von ihnen konnte ihre Bedürfnisse stillen. Und sie kehrte immer noch voller Verlangen zum Verbindungshaus zurück. Zum Glück gab es ihre Schwesternschaft. Im Verbindungshaus fand Helga nicht nur Befriedigung, sondern auch Bildung aus den Händen von Bess, ihrer großen Schwester. Sie kannte die Wünsche des weiblichen Körpers besser als jeder andere Mann. Unter der Dusche und eingekuschelt in ihrem Einzelbett entdeckten die Frauen die Welt der Lust. Dies war die Tür von Helga, von der Helga nie wusste, wie dringend sie geöffnet werden musste, okay? Na, ja, Ellie ist natürlich, lesbisch, also. Deswegen ist es normal. Oh, was haben wir hier schon wieder? Gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Eindringlinge können hier kaum durchkommen. Vielleicht doch. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. Ich auch nicht. Fran, es geht los! Am frühen Sonntagsmorgen. Halt deine Leute von der Straße fern. Aber pass auf, was du sagst. Wenn Isaac rausfindet, dass ich geredet habe, bin ich dran. Es sollte schnell gehen. In deiner Nachbarschaft sind nicht mehr viele Fedra-Leute. Während unserer Säubungsaktion werden alle in die Basis gebracht. Es sollte keiner ausflippen deswegen. Das ist nur übergangsweise, damit wir in der Schlacht gut gegen böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir in ein Bett zu schlafen. Endlich keine heimlichen Zettel mehr in diesem blühenden Studio. Rebecca. Okay, die haben also eine Liebesbeziehung gehabt, oder was? Vielleicht finden wir ja hier noch 20 Jahre alte Donuts. Ah ne, sind ja dann schon über 25 Jahre alt. Geil, nehmen wir natürlich mit. Ja. Jetzt können wir uns besser tarnen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich dachte, ich hätte das alles gut durchsucht, aber ich habe mich anscheinend getäuscht. Gut, dass wir hier nochmal langgelatscht sind. Wir haben nochmal ein bisschen was gelesen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur den Weg hier folgen. Anscheinend gibt es hier immer noch massig Ressourcen. Und Lebensmittel. Weil so eine große Stadt kann man nicht so schnell plündern. Obwohl in 20 Jahren eventuell schon. Aber das Militär hat ja hier lange Zeit geherrscht. Also werden hier wahrscheinlich immer noch eine Menge Ressourcen vorhanden sein. Hast du dazu nichts zu sagen? Ja, wenn wir da runtergehen, passiert definitiv was. Warte mal. Was ist denn auf der Seite hier? Eine Sackgasse, so wie es aussieht. Ich muss da rein. Sehen wir uns um. Oh! Munition für eine Schrotflinte. Sehr schön. Oh ja.
Ich muss Heilung herstellen. Kann ich mir noch einmal was herstellen dann? Wie gesagt, ich versuche so selten wie möglich mich zu heilen. Aber manchmal müssen wir das halt. Überhaupt. Oh. Genau, lern fliegen, Freundchen, Alter. Willst du noch mehr? Noch nicht. Wie kriegen wir Lea allein? Es wimmelt von Infizierten. Auch nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss. Würde ich auch machen. Zumindest wahrscheinlich. Und wenn hier tatsächlich so viele Infizierte sind, dann frage ich mich, warum überhaupt Leute durch die Gegend marschieren, ohne dass sie die ausschalten konnten. Ich meine, das ergibt keinen Sinn. Aber okay. Wir werden jetzt mal runtergehen. Wo sind die überhaupt hergekommen? Sind die hier irgendwo hochgekraxelt? Ich brauche eine Flasche. Hier ist alles voll mit den Leuten. Du kannst eigentlich keinen Schritt machen. Ja, ja. Fuck, Infizierter. Kommt der eigentlich her? Tschüss. Wie gesagt, man kann auch die ganzen Infizierten eigentlich zu den Überlebenden locken und die dann die Arbeit machen lassen. Es soll wohl auch mehrere Enden in The Last of Us Part 2 geben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. What? Gleich wird es ein Runner gewesen sein. Ganz leise. Und tschüss, Freundchen. Ey, die Stadt ist komplett überfüllt hier mit Infizierten. Das ist heftig. Hier war noch irgendwo eine Tür, oder? Oh, was zum Heilen? Sergeant Frost, eine neue Sammelkarte, okay. Ich finde es lustig, dass die auf der anderen Seite wachen, ne? Habe ich noch irgendwie eine Flasche oder so? Nee. Doch, jetzt.
werde jetzt so bei... Ja, zusammenführen und dann ausschalten. Da ist was. Los, komm mit. Ich gebe Deckung. Scheiße. Okay, der kommt näher. Dana, du musst die auch erschießen. Na los! Ey, willst du mich gerade verarschen? Wo denn? Das Schlimme ist, ich sehe die nicht mal. Okay, kann ich den noch so erwischen? Ja. Okay. Geil. Das war mal richtig mega. Alles ruhig. Alles klar. Ja. Und jetzt? Erstmal. Durch diese Kontrollpunktmauer. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Es muss einen Weg rüber geben. Hallo? Also. Gehen wir in den ersten Stock. Ja, ich brauche erstmal hier. Achso, das ist voll. Ich will erstmal alles mit. Wieder schön was mitnehmen. Oh, was zum Heilen und so weiter und so fort. Da können wir nichts mehr mitnehmen. Ich könnte wieder was herstellen, ne? Aber. Okay, da kann ich leider keine Munition mehr mitnehmen. Schade eigentlich.
Ich weiß nicht, wie lange wir übrigens noch brauchen, um dorthin zu kommen. Also bei den Funkturm oder was es darstellen soll. War ich hier überhaupt schon überall? Nee, hier zum Beispiel noch nicht. Vielleicht finden wir ja für Joel wieder sowas wie einen Kaffee. Ja, obwohl er ja in dem Spiel immer noch als tot gehandelt wird. Aber wie gesagt, ich glaube, er lebt noch. Supi, dann haben wir jetzt erstmal das hier kontrolliert. Ich weiß nicht, war ich schon auf die Toilette oder bei der Toilette? Nee, ne? Ah, hier ist auch nichts, okay. Oben müsste noch jemand rumliegen. Okay. Wo habe ich den jetzt erschossen? Irgendwo hier, ne? Ja. Ich wollte ihn eigentlich am Kopf treffen, aber ich glaube, ich habe ihn am Hals erwischt oder so. Und bei der Entfernung machst du eh nicht mehr so viel Schaden. Ich erhöhe natürlich die Durchschlagskraft. Hey, hier lang, glaube ich. Ah ja, ich weiß. Ich wollte mich nur mal kurz umsehen, Dana. Weil hier haben wir noch mehr wahrscheinlich zum Mitnehmen. Okay, hier ist ein Gitter vor, warum auch immer. Oh. Siehst du? Ich versuche wirklich gründlich zu sein. Das kann natürlich auch mal mitunter ein bisschen länger dauern, bis wir weiterkommen können. Aber das ist erstmal egal. Hauptsache, ich mache genau das, was ich jetzt hier für richtig halte. So, warte mal. Oh, hier ist noch mehr Munition. Ach Mensch. Ellie, du bist manchmal ein bisschen komisch. Ist es voll? Ja, okay. Mehr kann ich nicht nachladen. Eigentlich wollte ich genau nachladen. Okay, warte mal. Also, davon haben wir genug. Gut, Waffe ist verbessert. Molotow ist gebaut. Den Rest heben wir erstmal auf. Aber ist es hier schon richtig? Da müssen wir anscheinend hoch. Warte mal. Ich kontrolliere mal ganz kurz. Wir sind drüber. Und jetzt? Jetzt müssen wir darüber. Ich will mich nur mal ganz kurz umgucken, Dana. Also sei mal. Oder bleib mal ganz cool. Achso, hier ist nichts. Ah, das war das, wo Ellie gesagt hat, da müssen wir durch. Ah, okay, alles klar. Haben wir jetzt noch hier irgendwas zum Schieben? Nope. Hey, Dina. Ja. Nimm meine Hand. Okay, weiter geht's. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ey, die Videosequenzen und das Spiel an sich, ne? Ohne dich geschafft hätte. So was. Klappe. Ich hätte dich das nie erlebt. Ich bin auch froh, hier zu sein. Ich finde den Übergang zwischen Videosequenzen und... Oh! Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Ja. Pass auf, wo du hintrittst. V.
Fuck. Das sind Explosivfallen, glaube ich. Ich führe die mal in die Explosivfalle. Boom, Baby! Yo, Baby! Da! Das war mal mega geil gemacht. Oh, ey, wie gesagt, der Übergang zwischen Videosequenz und normalen Spiel ist richtig heftig. Man sieht es manchmal gar nicht, dass man halt wieder im normalen Spiel ist. Und das finde ich geil. Hast du das gerade, Dana? Ja. Er ist der Diener, aber ist ja auch egal. Ich sag immer Dana. Ein alter Automat. Und meine Sammelkarte. Candelabra. Cooler Name. Supi. Kann ich das eigentlich deaktivieren die Fallen? Nee, ne? Jetzt muss ich mir ja schon über Fallen Gedanken machen. Oh, Alter, die Brutalität ist echt heftig. Okay. Schätze, wir müssen hier runter. Vielleicht mache ich sogar die Folge ein bisschen länger. Mal gucken. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Immer schön umsehen, Dana. Das ist mal das Wichtigste. Oh, guck mal. Ey, ich bin so gut, ne? Ja. Immer noch keines Gras, noch 4 Stunden Schicht? Scheiße! Kann ich von hier oben schon was sehen? Alles verdrahtet hier. Kann ich das eigentlich auslösen? Das wäre lustig. Okay. Ellie macht es von alleine. Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Also wenn das nicht eine Falle sein wird. Oh, Ellie? Fuck. Mir geht's gut. Na los. Will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Ja, kann ich verstehen. Hier wieder ein alter. Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Jo. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Eben Zeichnung. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ah, geil. Was bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Die ganze Stadt vernichtet. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt. Er hatte Probleme mit ihm. Das ist traurig. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken. Nein, ist das Risiko größer. Hey, da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Das wollte ich. Hat das mit den Wurst zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Komisch, ja. So, warte mal.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, wir müssen hier durch. Oh, was haben wir denn hier? Wieder mal Zeug. Oh, was haben wir denn da? Eine Notiz. Viv, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in euer Haus eingebrochen und hat alles herausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ihm zu erklären, wie schwer wir es hier haben und dass die Fedra uns vergessen hat und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphitengebet in seiner Tasche gefunden. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Raoul und Heather. Okay. Fuck. So, wo ist es jetzt vermint oder bin ich das umgangen? Wow, fuck. Ach du Scheiße. Wir wurden alle erschossen. Oh Gottes Willen, Mann. Ja, okay, das sind aber hier Klicker und oh Gott. Ist das nicht unser Pferd? Hey, sieh mal. Das gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ist aber wirklich heftig, wenn man das sieht, ne? Aber wir haben jetzt Tommys Pferd gefunden. Demoliert. In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Ja, sie waren noch mal im ersten Teil in irgendeiner Stadt. Oh, guck dir das an, ne? Das ist so heftig. Oh, geil. So, wir gehen erstmal weiter. Ja. Sehe ich genauso. Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Bergauf. Oh, scheiße. Wow. Mehr Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Wie gesagt, wenn es überhaupt Tommy... Wenn es überhaupt Tommy war... Okay, wir kommen nicht rüber und das kann ich nicht öffnen. Er wird es wahrscheinlich abgesperrt haben. Stabile Barrikade. Okay. Tja. Stopp. Oh. Ja, ich hab's gerade gesehen. Danke. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja. Und das war's. Vorsichtig sein. Okay, ich duck mich mal kurz. Alter. Das ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Also ganz ehrlich, man kann es auch so kacke sehen, ne? Wenn ich da reinlaufe, bin ich sofort tot. Oder Ellie ist eigentlich sofort tot. Die hier Sport machen? Oh, hier wurde, glaube ich, Judo oder sowas trainiert. Oder Karate.
Könnte auch Taekwondo gewesen sein. Ach, ist auch geil. Okay, ich mache jetzt auch gleich aus, Leute, ne? Weil das reicht eigentlich schon. Ah. Oh, die Geräuschkulisse ist so Wahnsinn. Und hier können wir wieder unsere Waffen verbessern. Haben wir überhaupt genug? Nö, haben wir nicht. Schade. Da ist eine Falle. Es gibt nur einen Weg bis jetzt. Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Da ist eine Falle. Oder kann ich da vorbeilaufen? Nee, doch nicht. Okay. Puh. Alter, ich bin voll angespannt, ne? Antiquitätenhändler, wie es aussieht. Kaufpreis, okay. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier aus, Leute. Das ist eigentlich sogar die beste Stelle. Ja, Leute, also ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier aus. Es hat mich wie immer natürlich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.